Der Verkauf der Ländle-Christbäume startet wieder. Da gibt es ja immer eine größere Nachfrage nach den heimischen Weihnachtsbäumen. Was macht denn die Ländle-Christbäume aus und was spricht für die? Also ein Vorteil ist natürlich klar, sie müssen nicht weit transportiert werden. Das heißt, man macht wirklich auch eine kleine Klimaschutzmaßnahme. Das ist ja ein Thema, wo momentan schon sehr aktuell ist. Es ist nicht was wie die große, aber eine kleine Klimaschutzmaßnahme. Vorteil für diesen Käufer ist natürlich gleichzeitig auch noch, dass er dann frische Bäume, einen frischen Baum garantiert hat. Wir sind heute bei der Agrargemeinschaft Weiler. Da werden die Bäume stehen jetzt noch, die werden frisch geschnitten und werden dann verkauft. Ein Christbaum, der einige tausend Kilometer transportiert wird, wird Ende Oktober, Anfang November geschnitten, hat diese Frische sicher nicht. Wie sieht denn, wenn man fragen darf, der ideale Christbaum der Vorarlberger aus? Auf welche Größe und welche Art wird denn da besonders Wert gelegt? Also der beliebteste Baum ist natürlich die Nordmanntanne, ganz klar, Favorit, also 80% buschiges Aussehen, das ist das, was gewünscht ist von den meisten Konsumenten. Daneben ist noch die Fichte, das ist halt der traditionelle Baum, der hat das Problem, dass er gerne die Nadeln verliert, das heißt, den muss man in einen Wasserbehälter, einen Christbaumständer mit Wasser hineingeben, dann hält der auch die Nadeln, ist also durchaus auch attraktiv. Von der Größe her sind wir so im Bereich, also so über 1,50 muss er schon sein, 2 Meter, knapp über 2 Meter, dann ist es eh, in den meisten Wohnungen wären sie dann zu hoch, also das ist so der Bereich, wo die Christbaumhöhe ist. Eine Frage, die sich heuer sicher viele jetzt stellen, ist, wird der Christbaum teurer? Weil die Inflation, die Teuerungen, da wird sicher der eine oder andere jetzt auch beim Christbaumkauf ein bisschen die Geldtasche mit ein bisschen Hintergedanken in die Hand nehmen. Auf jeden Fall. Also das ist die gute Nachricht. Es gibt keine Kostenexplosion bei Christbäumen. Es gibt Anpassungen bei manchen Produzenten. Manche Produzenten haben so gesagt, sie möchten keine Erhöhungen, sie möchten, dass jeder eben so einen Christbaum sich leisten kann. Sehr positiv wirkt sich, dass wir eben nicht transportieren müssen. Wir müssen die Bäume ja nicht transportieren, das heißt, die Dieselkostenexplosion schlägt da nicht durch und das wird auch nicht weitergegeben. Das heißt, für jeden Geldbeutel ist auch heuer wieder ein Ländle-Christbaum mit drinnen. Kann man also sagen, der Christbaum ist zwar heuer etwas mehr Luxus als sonst, aber man kann sich ihn auf jeden Fall leisten. Also ist auf jeden Fall gleich, ich würde eher sagen, gleich wie im letzten Jahr und damit eigentlich billiger, weil ja die Inflation dazu kommt. Also das kann man sich leisten und gehört irgendwo zu Weihnachten dazu natürlich ein Christbaum. Kann man da einen Preis sagen, wie teuer ist dann der billigste Christbaum, den es hier aus dem Ländle gibt, da man sagen kann, der kommt jetzt zwar aus Vorarlberg, aber der kann ich mir wirklich auch, wenn man jetzt wirklich Geringverdiener ist, leisten derzeit? Ja, also das ist sicher die Fichte, die liegt da im Bereich von 10 bis 15 Euro der Meter, also der Laufmeter. Und da, die kriegt man also wirklich zum Preis von 15 Euro, kann man da schon einen Baum haben, 15, 20 Euro.